Herzlich willkommen zurück bei Schwengeldieter. Ich schieb mal kurz was zwischen, und zwar hat einer aus meinem Clan, René, von dem habe ich schon das ein oder andere gezeigt, hier einen Angriff gepostet. Ihr seht schon, verfügbare Beute 850k Gold und auch nicht zu verachten 450k Elixier. Hinzu kommen noch gute 1700 dunkles Elixier. Also echt einfach eine riesen Menge. Und das hier auch einfach mal gepostet, weil es ja immer noch so heißt, ja, kann man überhaupt noch vernünftig farmen? Gibt es überhaupt noch Ziele und so weiter? Ja, ich kann nur sagen, der gute René findet hier auf jeden Fall noch Ziele, wie man unschwer erkennen kann. Und wir werden uns mal anschauen, was er hier macht. Ja, also er hat 20 Riesen dabei auf Level 6, also schon richtig starke Riesen, was man hier auch unschwer erkennen kann. Das sieht ein bisschen anders aus als bei meinen Riesen. Ja, die gehen hier nämlich nicht drauf wie die Fliegen, sondern trotz der relativ starken Abwehrgeschütze, die da drauf ballern, passiert da echt nicht sehr viel. Und na gut, die Riesen gehen natürlich nicht auf die Ressourcengebäude. Aber dazu sind ja die Barbaren und hier auch noch 40 Bogenschützen dabei und sogar noch ein paar Magier. Außerdem hat er natürlich den King gar nicht dabei, aber er hat natürlich seine Queen dabei. Ja, und die Queen ist natürlich auch nochmal relativ stark. Level 15 hat also auch schon die Fähigkeit. Und das ist also auch nicht zu verachten. Okay, die Riesen wandern hier glücklicherweise alle gemeinsam rum, was halt auch dazu führt, dass man hier wunderbar die Heilungszauber platzieren kann. Die Verteidigungsgebäude sind faktisch den Riesen deutlich unterlegen. Also die 6er Riesen sind schon auf einem höheren Niveau als einiges an Verteidigungs... Also ich sag mal vor allem als hier die Bogitürme. Na gut, die Kanonen sind auch schon nicht mehr so schlecht. Der X-Bogen hier ist halt nicht geladen, deswegen passiert da gar nichts. Alles in allem auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Angriff, den er hier geliefert hat. Bis jetzt hat er schon knapp 500k Gold davon abgeräumt. Aber falls ihr ein bisschen aufgepasst habt, hier standen schon die 3 Sterne drin. Also er kriegt das hier wirklich komplett. Muss hier zwar wirklich knapp so all seine Zauber und Truppen einsetzen, die er denn so hat. Aber bei der Menge Ressourcen lohnt sich das 3-4-fach. Also das ist überhaupt kein Problem. Er setzt hier, wie gesagt, jetzt auch noch den Wutzauber. Gut, die 2 Erdbebenzauber kann er sich sparen, aber die hätten ja jetzt auch wirklich keinen Sinn gemacht. Und ja, das ist eine kräftige Summe. Einfach mal zwischengeschoben, um eben zu zeigen, es geht noch. Ja? Es gibt noch Loot. Man findet noch Ressourcen. Und man braucht sich da wirklich nicht so beschweren, wie es jetzt, sage ich mal, manche tun. Weil es gibt schon harte Beschwerden. Jojo zum Beispiel sagt ja wirklich, es gibt da kaum noch Loot. Wie gesagt, wenn man sowas sieht, das ist ein ganz frischer Bericht. Also sprich, der ist natürlich auch schon lange nach dem Update und trotzdem findet man eben noch sowas. Perfekt, wunderbar, kann man sich drüber freuen. Ne? Ihr seht schon, Rathaus läuft noch 5 Tage, 6 Stunden. Und mein Bauarbeiter, der nächste, der frei wird, wird erst in 5,5 Stunden frei. Ich habe schon fast die 700k zusammen, denn ich will ja hier eine Kaserne danach klicken. Habe also fast die 700k zusammen. Na gut, was jetzt hier rauskommt, ist nicht der Rede wert. Aber ich brauche natürlich, wenn mein Schutz abläuft, werde ich sicherlich nochmal einen ordentlichen Angriff reinbekommen. Und ich hoffe einfach mal, dass meine relativ starke Clanburg, also vor allem durch die Hexe, aber auch Max Bungis sind auch nicht übel. Ich hoffe einfach, dass der Angriff einfach mal nicht mir wie der letzte hier. Ich kann ihn noch mal ganz kurz zeigen. Also zeigen brauche ich ihn nicht. Der hat alles geholt. Und das lag eigentlich auch nur daran, dass meine Clanburg nicht besetzt war. So, denn ich hatte mich hier noch geärgert. Dachte, man, wie hat der denn 100.000? Die Truppen sind jetzt zwar stark, aber auch nicht so brutal. Tja, wir schalten hier mal ganz kurz auf vierfach. Wir schauen uns das einfach mal kurz an. Klar, ohne die Clanburg-Truppen mit der Anzahl, also hier zum Beispiel habt ihr gerade gesehen, sind auch ein Haufen Bogis, also bestimmt 15 Stück, direkt in die Riesenbombe gelaufen. Eigentlich optimale Voraussetzung. Aber gut,
Hier ist leider nicht viel zu holen. So, jetzt schalten wir auf zweifach runter. Es ist knapp. So, also es war jetzt nicht komplett klar. Aber spätestens, als dann natürlich hier auch noch die 5 Schweinereiter kamen, keine Chance mehr. Ja, also da kann die Verteidigung dann nicht mithalten. Da sind sogar 6 Schweinereiter, ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Da gibt es absolut keine Chance für meine Verteidigung, das halt zu klären. Hätte anders ausgesehen, wenn die Verteidigung von davor noch drin gewesen wäre. Denn hier, das ist, der ist so, also der hier sozusagen der Angriff, der mich dann komplett platt gemacht hat, war nur eine halbe Stunde nach dem hier. Den schauen wir nochmal ganz kurz an, denn da hat der gute Kollege nämlich, hier man sieht es schon, 20 Riesen, ja, das ist eine stattliche Summe. Dann hat er nur noch Bogies dabei und vor allem der Heiler ist natürlich eklig. So, was macht er? Er fängt hier oben an und er lockt nicht raus. Wunderbar. Hier gehen Max Bogies, da kommt eine Hexe Level 2 raus. Tja, damit hatte der gute Kollege hier, glaube ich, nicht gerechnet. Wir können da mal ein bisschen reinzoomen und trotz direkt Instant Heiler wird das nichts, weil die Skelette knüppeln hier zu hart darauf ein. Die Hexe spawnt die Skelette ständig neu. Und ja, mit allen Verteidigungsgebäuden hilft dann nicht mal der Heiler mit. Und naja, dann sind hier alle Riesen schon weg, bevor der ganze Angriff überhaupt gestartet hat. Der Heiler kann natürlich nichts machen, um die Bogies hier in irgendeiner Form noch zu retten, weil die Bogies zum Großteil One-Hits sind halt. Hier hat man es auch gesehen, weg sind sie. Tja, der Heiler alleine kann nichts ausrichten. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, aber dadurch, dass danach natürlich die Clanburg leer war, Ihr seht schon, was hier so drin liegt, wieder sehr vernünftig. Deswegen will ich mal hoffen, dass uns, auch wenn der Schutz jetzt gleich abgelaufen ist, diesmal eben nicht so ein 100.000er, dass wir nicht so ein 100.000er kassieren, sondern dass es halt nur so ein Angriff ist, der uns ein bisschen was klaut. Von mir aus sollen sie ein bisschen was mitnehmen, ist ja kein Problem. Bis in 5,5 Stunden können wir noch ein bisschen was nachproduzieren und selbst wenn nicht, können wir nachher halt noch mal einen Loot-Angriff machen. Ich will jetzt nur nicht noch mehr Loot-Angriffe machen und mich quasi noch attraktiver, weil ich kann gerade halt nichts ausgeben. So viel dazu. Ich melde mich später wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Schwengeldieter. Die Folge war zwar noch gar nicht abgeschlossen, aber ich habe mich schon mal vorsorglich von euch verabschiedet. Wir machen natürlich noch eine kleine Runde. Und ja, Clankrieg gewonnen. Wunderbar, oder? Er hat mir denn hier einen Mauerbrecher reingepackt. Ist ja eine Frechheit. Auch noch ein Max-Mauerbrecher. Gut, also Clankrieg gewonnen. Wunderbar. Das schnappen wir uns direkt alles. Einsammeln. Und ja, wir haben damit unsere Lager komplett gefüllt. Und hier sind noch, ja, 90.000 drin. Das ist ja auch ganz schön. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Nebenbei, ja, wie immer bauen wir hier noch so ein bisschen Krimskrams ab, was sich hier wieder so abgesetzt hat. Bei uns an der Seite ein paar Bäume, ein paar Stämme. Ja, der Clankrieg lief wirklich hervorragend, muss man sagen. Oh, könnte sein, dass wir gleich aufsteigen. Vielleicht sogar durch diese Teile, ne? Ich weiß, da kriegt man auch EP, glaube ich, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das hier wirklich ausmachen wird. Und ja, wir können auch nicht genauer einsehen, wie viel wir noch brauchen. Naja, Clankrieg super gelaufen. Zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz die Endkarte. Ich glaube, so näher brauche ich jetzt darauf nicht eingehen. Ich hatte schon einiges an Angriffen gezeigt. War wirklich sehr schön. Aber was ich jetzt natürlich auch machen wollte, habe ich ja schon erwähnt. Ich möchte gerne die Kaserne noch ausbauen. So, nee, scheint aber nicht so, dass wir es schaffen. Aber zumindest haben wir hier noch ein paar Gems gesammelt. 955, schon mal eine sehr gute Summe. Okay, hier kam jetzt keiner mehr raus. Ist auch nicht so dramatisch. Ja, wir gucken mal rein. Hier sind noch ein paar Bogies drin, die breche ich mal ab. Und stattdessen... Ach nee, Moment, nicht verbessern. Ja, jetzt hätte ich ja fast einen kleinen Fehler gemacht. Nämlich, ich will ja mein Gold ausgeben, weil das hier, naja, wir kennen den Spaß ja, 780.000 Gold, das ist eindeutig zu viel. Ja. Und, ach ja, richtig, ich habe noch ein Stückchen umgebaut. Ja, wer es schon gesehen hat hier, ich habe hier aufgemacht, also vorher war ja hier ein Mauerstück, nämlich, um genau zu sein, dieses. Und ja, dann sind die Gegner halt von hier gekommen, haben sich hier reingehauen und sind dann relativ schnell durch diese goldenen Mauern natürlich durchgebrochen. Jetzt dachte ich mir, gegen Riesen ist das halt eigentlich eine super Sache, weil die kommen hier halt rein und dann muss man schon eine gute Armee von Riesen schicken.
Und danach laufen sie halt zwangsläufig über diese Sprungfalle. Und egal, wo sie hier wieder reingehen, sie laufen wieder über die Sprungfalle. Das heißt, jede Sprungfalle kann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Riesen kann die eigentlich wegknüppeln. Das müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, es sind drei irgendwie so, also drei, also mindestens drei, sagen wir es mal so. Und ja, meistens sind es ja Riesen. Klar, man kommt auch mit Barbaren noch ganz vernünftig. Auch die würden hier hochgeschleudert werden, aber da wäre es natürlich nicht ganz so effektiv. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. An jeder Ecke ist auf jeden Fall jetzt offen und jeweils eine Sprungfalle. Ich will einfach mal schauen bei so ein paar Angriffen, was das wirklich bewirkt. Ja, also ich sag mal jetzt, gegen Flugeinheiten bewirkt es logischerweise gar nichts. Aber die Fallen, die halt hier so in diesen Ecken waren, da waren ja die Sprungfallen auch vorher, die waren so mitteleffektiv, finde ich. Also manchmal haben sie ausgelöst, aber das war eigentlich eine Ecke, das sind eigentlich Ecken, wo der Gegner selten lang geht, ne? Muss man dazu sagen. Weil die Gegner kommen natürlich logischerweise meistens von einer dieser Ecken. Achso, ich habe hier übrigens auch die Riesenbombe hingepackt, weil am häufigsten greift der Gegner eindeutig von hier an. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier halt direkt das große Elixierlager ist. Macht deswegen auch Sinn. Aber ich dachte mir, wenn der halt wirklich hier irgendwo in die Nähe kommt, dann geht halt die Riesenbombe hoch. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das ist. Sagen wir es mal so, in 4 Tagen bauen wir sowieso eine neue Basis. Deswegen braucht man sich jetzt gar nicht so eine krassen Gedanken zu machen. Aber ich habe da noch ein bisschen rumüberlegt vorhin. So, 150k hier für diese Verbesserung. Ja, hier können wir wirklich einiges machen. Wir geben das Gold wirklich komplett aus. Ja, möchte ich verbessern. Genau. Wir geben das Gold wirklich komplett aus. Denn wir können ja... Ach verdammt, jetzt habe ich die... Ach egal. Naja, gut. Jetzt habe ich schon eine auf Lila verbessert. Gut, weil wir können ja... Im Endeffekt können wir jetzt mit dem Gold gerade nichts anfangen, ne? Das, was wir jetzt ausbauen können, sind die Sammler und Minen. Und die sind extrem günstig. Ja, also da brauchen wir nicht mal 3-4 Stunden sparen. Dann haben wir schon so einen ganzen Sammler gespart. Und was wir halt sonst noch machen können, sind halt nur die Kasernen. Okay, wir könnten auch hier die Lager machen, aber es macht halt gerade keinen Sinn. Und die Kasernen, ja, dafür bräuchte ich halt nochmal 700k. Die erspare ich mir hier auch. Vielleicht schaffe ich das sogar noch. Dann hätte ich alle drei auf dem maximalen Level, was ich gerade machen kann. Also auf 8. Aber mit dem Gold, wir können damit jetzt gerade nichts anfangen. Und es ist halt auch gar nicht doof, hier Mauern zu ziehen. Also die Mauern müssen wir sowieso irgendwann ziehen. Und die sind auch recht wichtig. Gerade nach dem Update noch wichtiger geworden. Ja, gut, alles Geld ist ausgegeben. Wir verbessern mal die Kaserne. Genau, machen wir einfach mal so. Wir haben gerade kein Schild. Stört uns jetzt aber nicht mehr wirklich. Ich meine, die 270k, also ich glaube nicht, dass jetzt hier noch wirklich eine große Menge an Ressourcen bei uns zur Verfügung steht. Ja, ich bin zufrieden. Perfekt. So. Oh, der will alles. Perfekt. Die meisten haben nämlich, seitdem ich ständig was gespendet habe, haben die meisten nämlich angefangen, halt reinzuschreiben irgendwie, na gut, Golem kann ich sowieso nicht, aber da steht dann halt irgendwie mindestens Level 5 oder sowas. Und ja, naja, ich meine, falsch spenden, darüber brauchen wir nicht zu sprechen, das mache ich nicht. Aber wenn halt steht alles oder wenn einfach nur Schutz oder Verteidigung oder Def oder was auch immer da steht, dann spende ich wie ein Weltmeister, weil ja, das sind ja die einzigen, bei denen ich was holen kann. So, wir haben einen neuen Clankrieg. Wir haben übrigens ein neues Mitglied hier, Moritz, und der ist schon, ja, ihr seht selber, das ist schon eine recht nette Basis. Level 133 ist der, hat auch schon, also 20er Helden und auch die restlichen Truppen wirklich sehr hoch. Gut, Hexen zum Beispiel sind noch nicht auf Max, aber ansonsten die anderen Sachen, also, ja, sind halt wirklich extrem hoch, die man auch so regelmäßig verwendet, sagen wir es mal so, auf seiner Stufe. Und ja, die Basis, das ist natürlich schon eine sehr nette Sache hier, eine wirklich solide Rathaus 10 Basis, also einige Gebäude schon auf Max, die Tesla zum Beispiel sind auf Max, die Kanone nicht, die Magiertürme haben jeweils noch eine Stufe, Luftabwehr sind alle bereits gemaxt,
Die Inferno-Türme sind gemaxt mit Level 3. Die X-Bögen sind gemaxt auf Level 4. Also, ja, was ist... Ja, einige Bogitürme sind auf Level 13 gemaxt. Also, das ist schon eine richtig, richtig gute Basis. Richtig schön. Dann gehen wir mal ganz kurz noch zum Gegner rüber. Der hat nämlich, ja, auf dem dritten Platz... Ich meine, sowas hier zeigt alleine schon, das kann keine vernünftige Basis sein, ne? Wenn ein Rathaus 9er im Ranking über dem Rathaus 10er ist, dann kann das nicht vernünftig sein. Und ja, wie man hier sieht, totaler Rathaus-Rusher, hat noch 1er X-Bögen, hat 4er Magier-Türme. Gut, die Bogitürme Level 9 sind auch noch nicht Max, aber zumindest halbwegs passabel schon mal. Kanonen Level 10 sind auch nicht Max. Ich rede jetzt nur von Max für Rathaus 10, ne? Für Rathaus 9. Also Rathaus 10 Max ist ja weit entfernt. Aber selbst für Rathaus 9 sind diese ganzen Sachen halt nicht mal ansatzweise Max. Und das ist natürlich eine traurige Basis. Der wird unfassbar leicht überrannt werden. Kann ich euch wirklich nur von abraten, sowas zu machen. Weil das geht... Also den würde ich niemals mit in einen Clankrieg nehmen. Wenn ich denn jemals einen Clankrieg selbst starten sollte. Aber sowas gibt es bei uns im Clan, gibt es das auch nicht. Also zumindest habe ich noch niemanden gesehen, der gerusht hat. Also ich habe wirklich noch niemanden gesehen, der das Rathaus gezogen hat, ohne halt Max-Stufen zu haben. Und das ist natürlich auch schon ein großer Vorteil. Also ich denke mal, wir haben ganz gute Chancen in dem Clankrieg. Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei bin. Und ja, so viel erstmal dazu. Verabschiedet habe ich mich schon, deswegen mache ich einfach aus.